In diesem Video sage ich dir das neue Fortnite Season 9 Thema. Außerdem geht es um den neuen Season 9 Battle Pass und um die neuen Map-Veränderungen. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Peace, Freunde. Was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um das neue Fortnite Season 9 Thema, um den neuen Fortnite Season 9 Battle Pass und um die neuen Map-Veränderungen in der Season 9. Daher solltest du jetzt unbedingt dranbleiben und teile das Video auch mit deinen Freunden, damit die auch die neuesten Informationen mitbekommen. Bevor wir jetzt mit der neuen Season 9 starten, verlose ich 10 Euro an der Stelle an euch. Du hast jetzt die Möglichkeit, 10 Euro zu gewinnen und wenn du diese 10 Euro gewinnen möchtest, dann like jetzt dieses Video, abonniere kostenlos meinen Kanal und schreibe Hashtag Season 9 in die Kommentare. Natürlich kannst du auch gerne meinen Creator-Code bei ReapersYT in deinen Fortnite-Gegenstand-Shop eintragen, um diese Gewinnspiele weiterhin zu unterstützen. Denn je mehr Leute meinen Creator-Code in den Fortnite-Shop eingetragen haben, desto mehr Geld kann ich in meinen Videos verlosen. Daher gehe jetzt unbedingt in Fortnite und trage den Creator-Code bei ReapersYT ein. Da euer Support momentan auch einfach nur mega krass ist, dachte ich mir einfach, wir machen eine kleine Challenge. Und zwar werde ich im nächsten Season 9 Video 25 Euro verlosen bei 2500 Likes. Also like jetzt unbedingt, teile das Video auch mit allen Freunden, damit die auch ein Like da lassen, damit wir die 2500 Likes schaffen. Nun starten wir auch schon mit der Season 9 und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wann startet überhaupt die neue Season 9? Ich werde dir nun das genaue Datum des Starts der Season 9 sagen. Und zwar wird die Season 9 in 22 Tagen starten, also am 8. Mai, der Mittwoch oder am 9. Mai, dem Donnerstag. Grundsätzlich starten die Seasons immer an einem Donnerstag. Das war jedenfalls zum Beispiel bei der Season 8, bei der Season 7 so und auch bei der Season 6. Ich glaube, nur Season 4 oder so ist an einem Mittwoch gestartet. Aus dem Grund liegt die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass die neue Season 9 am 9. Mai starten wird. Oder besser gesagt, wird die neue Season am 9. Mai, dem Donnerstag, starten. Die neue Season 9 wird dann am 9. Mai um 10 Uhr starten, so wie alle anderen Seasons auch. Ab 10 Uhr gibt es dann wieder eine Downtime, wo eben das Update auf die Fortnite-Server gespielt wird. Die Server werden dann wieder gegen 12 oder 13 Uhr erreichbar sein und dann kann man auch schon loslegen mit der neuen Season 9. Ich persönlich freue mich mega auf die neue Season und vor allem, wenn man auch einfach mal in der Season 8 jetzt gerade in Fortnite reingeht und dann mal auf den Battle Pass schaut, da sieht man ja auch, dass die Season 8 in 22 Tagen endet. Aus dem Grund wird genau auch an diesem Tag eben die Season 9 starten und das ist eben der 9. Mai. Nun springen wir rüber auf den Battle Pass der Season 9. Und zwar wird der Battle Pass in der Season 9 so wie auch immer 950 V-Bucks oder 2800 V-Bucks kosten. In den vergangenen Seasons war es ja auch immer so, dass der erste Battle Pass 950 V-Bucks gekostet hat und der zweite, die erweiterte Variante, wo man schon bei Stufe 25, meine ich, anfängt, 2800 V-Bucks kostet. So wird es auch wieder in der Season 9 sein. Allerdings steht immer noch im Raum, dass wir den Season 9 Battle Pass kostenlos erhalten werden. Ist aber jetzt eher unwahrscheinlich, da wir den Season 8 Battle Pass nur kostenlos erhalten haben, da Fortnite oder Epic Games im Urlaub war. Dadurch hat sich die Season 8 etwas verzögert und wir mussten nochmal 2 Wochen mit der Season 7 auskommen. Nur deshalb haben wir den Season 8 Battle Pass kostenlos erhalten, deswegen ist das jetzt in der Season 9 sehr unwahrscheinlich. Denn für die Season 9 ist kein Urlaub von Epic Games geplant. Falls er aber trotzdem kostenlos sein sollte, warum auch immer, werden wir den 950 V-Bucks Battle Pass für 0 V-Bucks erhalten und den 2800er Battle Pass für 1850 V-Bucks. Gehe ich persönlich aber eher nicht von aus, der Battle Pass in der Season 9 wird wieder Geld kosten. Auch in dem Season 9 Battle Pass werden wir wieder neue levelbare Skins erhalten. Es wird in der ersten Battle Pass Stufe 2 legendäre Skins geben und dann erst wieder in der Stufe 100 einen legendären Skin. Alle legendären Skins in dem neuen Season 9 Battle Pass werden auch wieder freischaltbare Stile erhalten, wo wir dann einfach quasi länger als andere Gegner überleben müssen und dann die jeweiligen Stile freischalten können. Das Ganze fing ja in der Season 4 an mit dem Carbide und Omega Skin. Das waren die ersten beiden Skins, wo wir verschiedene Stile freischalten konnten. Dort war das allerdings noch ein bisschen anders, denn man musste bestimmte Level erreichen, zum Beispiel Level 25 für die erste Stufe, Level 35 für die zweite Stufe, Level 45 dann für die dritte Stufe, Level 65
60 für die vierte Stufe und dann zu guter Letzt Level 80 für die kompletten Stufen. Oder besser gesagt für die letzte Stufe eben des Omega-Skins. Zu der Zeit musste man dieses Level auch noch in der jeweiligen Season erreichen. Also wenn in der Season 4 zum Beispiel der Omega-Skin rauskam mit verschiedenen Stilen, die man freischalten konnte, musste man auch in der Season 4 eben zum Beispiel Level 80 für den kompletten Omega-Skin erreichen. Falls man das bis zur Season 5 nicht geschafft hatte, konnte man den Skin nicht mehr komplett freispielen. Mit der Season 5 wurde das Ganze dann geändert, da viele sich beschwert hatten, weil sie ja arbeiten müssten oder nicht so viel Zeit haben zum Spielen. Und daher wurde das Ganze dann in der Season 5 abgeschafft, eben mit dem Ragnarök-Skin zum Beispiel oder Drift-Skin. Dort war es dann ja nur noch so, dass man eben die verschiedenen Stile freischalten konnte, indem man zum Beispiel eben Gegner überleben muss, also länger als andere Gegner überleben muss oder andere Möglichkeiten, Gegner überdauern. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Allerdings konnte man auch in der Season 5 dann, falls man den Ragnarök-Skin in der Season 5 nicht mehr voll gekriegt hatte, auch noch in der Season 6 weitermachen. Fände ich persönlich auch besser, da ich persönlich jetzt auch nicht so viel Zeit habe zum Spielen und zum Beispiel die letzten Seasons nicht einmal Level 80 war. Daher ist es auf jeden Fall eine coole Sache und genauso wird es auch in der Season 9 sein. In der Season 9 wird man die Skins auch noch in der Season 10 freischalten können und generell überhaupt leveln können. Daher macht euch da keine Gedanken. In dem neuen Season 9 Battle Pass wird es 3 bis 4 neue Hängegleiter geben, 7 neue Skins, 5 neue Emotes, 2 neue Spitzhacken, 3 bis 4 neue Rucksäcke, darunter natürlich auch Pets Rucksäcke, also wo die Tiere hinten drin sind. Zum Beispiel hatten wir ja mal den Hund, wir hatten den Drachen und. Dann wird es neue Musik und neue Lackierungen im neuen Battle Pass geben. Diese ganzen Cosmetics werden natürlich auf das Season 9 Thema angepasst sein und da werden wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Denn weiter geht's jetzt mit der Season 9 Map. Wir haben vor kurzem die ganzen Ausgrabungen erhalten. An der Grenze von Paradise Palms, da wurde eben ein Dinosaurier-Skelett gefunden in diesem Loch. In Dusty Devo bei dem Ausgrabungsevent in der Mitte hat sich das ganze Loch mit Lava gefüllt. Und bei Loot Lake wurde eine Metallplatte unten gefunden. Eventuell deutet das Skelett von dem Dinosaurier auf das Dinosaurier-Thema hin. Davon gehe ich allerdings weniger aus, da eben in den anderen Gruben zum Beispiel auch Lava war oder eine Metallplatte. Vor einigen Seasons sollten wir schon mal das Dinosaurier-Thema erhalten, allerdings glaube ich nicht, dass wir das noch erhalten werden, jedenfalls nicht in der Season 9 oder 10. Trotzdem könnte das Dinosaurier-Skelett natürlich darauf hindeuten. In Dusty Devo wurde das Loch ja mit Lava gefüllt und ich werde euch jetzt einfach mal so sagen, zu 99% wird in der Season 9 oder zur Season 9 das komplette riesen Dusty Devo-Loch voll mit Lava laufen. Seit der Season 4 oder 5 ist bisher auch nichts mehr mit Dusty passiert, deshalb wird da auf jeden Fall das komplette Loch mit Lava volllaufen. Vermutlich wird man das sogar dann im neuen Season 9 Trailer sehen können. Unter der Metallplatte bei dem Loot Lake Abbau Event soll sich angeblich der Würfel Kevin verstecken. Schreibe mal jetzt gerne in die Kommentare, ob du Kevin noch kennst, den Würfel, der wirklich bei Loot Lake komplett Randale gemacht hat. Eventuell kommt ja der Würfel auch wieder zurück von dem Loot Lake Event. Ist allerdings auch unwahrscheinlich, da eben die Story mit diesem Würfel auch schon vorbei ist und das Ganze auch nicht mehr so wirklich reinpassen würde. Trotzdem wünschen sich viele Fortnite-Spieler den Würfel Kevin zurück. Weitere Ausgrabungen haben wir derzeit noch nicht erhalten und es wird wahrscheinlich auch keine weiteren Ausgrabungen mehr geben. Denn die Ausgrabungen hatten immer so einen Zeitunterschied von 3 bis 5, 7 Tagen ungefähr und jetzt das letzte Abbau-Event Loot Lake ist ja auch schon wieder eine Weile her. Daher denke ich nicht, dass wir noch ein Ausgrabungs Event erhalten werden. Und jetzt geht es auch schon auf das Season 9 Thema zu. Ich werde dir jetzt meine Theorie nennen zu dem Season 9 Thema. Und in meinen Augen macht diese Theorie einfach nur wirklich Sinn. Es ist aber immer noch eine Theorie, also es wird nicht hundertprozentig so sein. Aber ich persönlich gehe einfach davon aus. Daher höre mir jetzt unbedingt genau zu, damit du das eventuelle Thema für die Season 9 weißt. Du kannst mir dann gerne in die Kommentare schreiben, ob du auch so über die Season 9 denkst und sagst, hey, yo, irgendwie ist deine Theorie cool und das könnte auf jeden Fall so sein. In der Season 5 haben wir Paradise Palms erhalten und wenn man sich Paradise Palms so mal vorstellt, ist es ja recht warm und recht trocken gehalten. In der Season 7 kam dann das Schneegebiet und Schnee ist ja kalt und eisig. In der Season 8 kam dann das Feuergebiet und das ist ja recht heiß. Und wenn wir uns mal anschauen, wo diese Gebiete liegen, dann fällt uns auch was auf. Denn Paradise Palms liegt unten rechts auf der Map.
Das Schneegebiet liegt unten links auf der Map und das Feuergebiet oben rechts auf der Map. Nur oben links ist kein Gebiet. Und wenn man sich halt eben mal das Schneegebiet und Feuergebiet anschaut, ist das Ganze gegenüber von sich. Und quasi von dem Schneegebiet, also von der Kälte, ist ja Wärme und heiß und so das Gegenteil. Daher eben oben rechts das Feuergebiet. Unten rechts ist Paradise Palms. Das ist recht trocken, weil es eben eine Wüste ist. Aus dem Grund wird es in der Season 9 oben links einen Wasserteil geben. So ist meine Theorie eben da. Das Gegenteil von dem Schneegebiet eben das Feuergebiet ist. Die sind sich gegenüber und von dem Paradise Palms Gebiet müsste jetzt auch schräg gegenüber dann eben ein Wassergebiet hinkommen. Denn Wasser ist flüssig und nass und nicht eben trocken wie bei Paradise Palms. In der Season 8 wurde ja auch schon mit dem Wasserthema gerechnet, allerdings hätte das auch nicht so ganz nach oben rechts gepasst. Daher bin ich auf jeden Fall sehr zuversichtlich, was diese Theorie angeht. Es sind jetzt auch nur noch 2 Seasons bis zur Season 10 und in der Season 10 wird auf jeden Fall ein Special von Epic Games kommen. Daher denke ich eben, dass in der Season 9 jetzt oben links auf jeden Fall der Wasserteil kommen wird und in der Mitte wird dann irgendwas richtig krasses passieren in der Season 10 dann. Das ist meine Theorie zu dem Season 9 Thema und generell waren das schon mal ein paar Informationen zur neuen Season 9 Map, zu dem neuen Season 9 Battle Pass und du weißt jetzt auf jeden Fall, wann die neue Season 9 startet. Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen und gefallen. Wenn ja, dann lass doch jetzt einfach einen Like da, abonniere meinen Kanal kostenlos, aktiviere die Glocke und mache auch so gerne bei dem Gewinnspiel mit. Für das Gewinnspiel like auch einfach jetzt dieses Video, abonniere meinen Kanal und schreibe Hashtag Season 9 in die Kommentare. Falls du die Gewinnspiele weiterhin unterstützen möchtest, dann trage doch einfach meinen Creator-Code bei ReapersYT in deinen Fortnite-Gegenstand-Shop ein. Wäre eine richtig coole Aktion von dir. Und wenn wir bei diesem Video die 2500 Likes schaffen, gibt es im nächsten Season 9 Video eine 25-Euro-Verlosung. Also teile jetzt auch das Video mit all deinen Freunden, damit die auf jeden Fall auch die neuesten Leaks und Infos am Start haben. Dann schaffen wir auf jeden Fall auch die 2500 Likes und jetzt gibt es nochmal 3 Kommentare von meinem letzten Video. In meinem nächsten Video werde ich auch wieder 3 Kommentare vorlesen, deshalb schreibe jetzt einen Kommentar und eventuell bist du im nächsten Video mit dabei. Der NikiTadex24 schreibt, du bist der Beste, kannst du mich in deinem nächsten Video grüßen, wäre echt nice. ZVielMai_YWA Hashtag Hacker, ich sag nur Aimbot, kannst du mich bitte grüßen. BMBL Chicken Freak schreibt, 3 Kills fehlten für den Weltrekord, Hashtag bester YouTuber. Vielen Dank für eure 3 richtig coolen Kommentare. Im nächsten Video geht's weiter mit den nächsten 3 Kommentaren. Ich bin jetzt für heute raus. Dein Reapers, GBO, ciao, ciao.